So, liebe Treasure Hunter, wir nehmen heute nicht den offiziellen Weg von Blighttown Richtung Sumpf, den hier mit der Treppe, sondern ich zeige euch noch einen weiteren, naja, Sprungtrick, wie ihr noch einen ganz netten Gegenstand bekommen könnt. Und dazu gehen wir zurück in dieses Kondukt hier, wo wir ja letzte Episode schon waren. Und da unten sehen wir ja noch was blitzen. Und da kommen wir tatsächlich nur hin, wenn wir hier über diese Kante runterspringen. Und dann können wir den Gegenstand looten. Und das ist die Whip, eine Peitsche. Die ist ganz witzig, weil sie halt ziemlich funny aussieht und mich persönlich immer an Indiana Jones erinnert. Wo haben wir sie denn? Da, genau. Ich kann sie zwar nicht effektiv tragen, aber schaut mal. Dö, 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 dö. Also wer Indiana Jones spielen will, findet hier das passende Werkzeug dafür. Ich benutze sie natürlich nicht, weil ich die Werte dafür nicht habe. Und auch ansonsten ist das Ding nicht so knorke, aber halt ein ganz nettes Gimmick. Naja, selektieren wir bzw. deselektieren wir hier mal den ganzen Rotz, den wir nicht brauchen. Und gehen dann weiter. Wo der Weg ist, da müssen wir nochmal hier runterspringen und landen direkt quasi vorm Ausgang. Ne? Wer den hier nicht trifft, fällt in den Tod. Und dann sind wir 2 Etagen tiefer auf dem Weg, den ihr quasi gerade von oben schon gesehen habt, mit den neuen Gegnertypen da vorne. Und die spucken Feuer. Das ist richtig unangenehm. Ihr könnt halt aber, sage ich mal, staggern, wenn ihr draufhaut, das unterbricht die. Das heißt, einfach draufbolzen, dann hören die auf mit Feuerspucken und ihr kriegt keinen Feuerschaden. Ich versuche jetzt mal hier oben, die anzusnipern, ob ich die von hier oben erledigen kann. Dann muss ich die nämlich nicht im One-on-One machen. Ne? Das ist der Weg, wo wir übrigens gerade am Anfang standen und über die Treppen wärt ihr nach unten gekommen. Da hättet ihr dann quasi direkt runtergehen können, wenn ihr die Peitsche halt nicht wollt. Ich frage mich gerade, wie man den Gegenstand hinter dieser Wand bekommt. Und das fällt mir partout nicht mehr ein. Also wer da einen Tipp hat, ne, hinterlasst mal einen Kommentar. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie man da hinkommt und was da hinten überhaupt vom Gegenstand liegt. Also ich hoffe, es war jetzt nicht ein Immer-Gegenstand. Also wie gesagt, ich weiß es echt nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, wenn ihr es wisst, gerne einen Kommentar oder eine E-Mail. Dann können wir aufklären, wie man da hinkommt, / was sich dahinter befindet. Ja, und derweil pullen wir hier diese, ich weiß nicht, was das sein sollen. Halb Ratte, halb Mücke, halb, ich weiß es nicht, unidentifizierbares Flugobjekt, das Feuer spuckt. Man weiß es nicht so genau. Ja, der hat sich da anscheinend an den Pfosten verfangen, der Vollpfosten. Dann können wir den einfach wegsnipern. Dauert zwar einen Moment, aber dann muss ich ihn nicht im Nahkampf machen. Das ist hier entspannender und angenehmer. La 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 la. Ja, das ist ja auch gleich Geschichte. Und dann haben wir schon 2 Gegner von den Viechern erledigt. Machen wir uns mal fix voll. Haben wir doch einiges an Fallschaden kassiert durch unsere ganzen Sprungaktionen. Ne, Fallschaden gibt es halt auch in diesem Spiel. Und dann rutschen wir hier runter und machen uns endlich auf in den Sumpf. Sind wir nicht mehr weit von entfernt und dann sind wir auch schon beim nächsten Bonfire. Gucken wir mal, was wir hier noch an Gegnern sehen. Da unten sehen wir noch nichts. Dann können wir auch hier die nächste Ebene quasi. Halt immer mit den Treppen, um nicht unnötig Fallschaden zu kassieren. Und gucken uns wieder um. Denn oftmals kann man Gegner halt dann wegsnipern. Oh, da hinten ist halt noch so ein Pustetyp, der mich natürlich jetzt gerade getroffen hat, weil ich ihn vergessen hatte. Bäh, Kacke. Da unten ist ein Vieh. Na, da hoch komme ich jetzt leider nicht mehr, also muss ich jetzt hier runterspringen. Naja, dann springen wir hier einfach mal runter. Gucken wir, ob da noch irgendwo irgendwas ist an Gefahren. Aber das sieht gut aus. Von daher gar kein Stress. Außer halt der Pustetyp, der nervt. Aber der ist noch eine Ebene tiefer. Und da gibt es wieder eine Leiter. Mein Gott, ey, die Typen nerven echt. Und wie gesagt, man hat keine Chance, die irgendwie wegzusnipern, weil die halt so schnell mit ihrem Blasrohren pusten, dann hat man gar keine Zeit zu zielen. Und wenn die euch treffen, seid ihr halt fast vergiftet. So, dann machen wir den jetzt hier kaputt mit dem Backstab. Genau. Und der droppt dann auch wieder Anti-Gift-Zeugs. So, packen wir ein.
Brauchen wir später vielleicht noch, wenn wir mal wieder vergiftet sind. So, und hier gibt es die Wanderer-Ausrüstung, die jeder Wanderer zum Start hat. Ach, und die Kackmücken, die sind eklig. Weil hier die Kollisionsabfrage nicht so wunderbar funktioniert, weil die Fliegen haben die immer verschiedene Höhenlagen und ja, so ganz mit der Höhenabfrage passt das in diesem Spiel nicht. Das hat zur Folge, dass ihr oftmals daneben haut und die Viecher euch einfach angreifen und das nächste, was nervt, die respawnen andauernd. Also das heißt, wenn ihr die kaputt macht, kommen die einfach immer wieder nach einer gewissen Zeit. Das ist richtig nervig. Ja, der Mob ist anscheinend verbuggt und hängt hinter der Leiter fest. Na dann, machen wir den so weg. So halb durch die Leiter. Ich hoffe, die hält das aus und bricht nicht beim nächsten Mal zusammen, wenn ich drüber laufe. So, da kommt noch so ein Fluch wie. Ja, seht ihr? Das ist der Feuerangriff, den ich meinte. Aber zumindest wird es halt den größten Teil durch das Schild halt geblockt, selbst wenn es halt nicht das optimale Schild dafür ist. Da kommen die nächsten Fliegeviecher. Die mag ich wirklich nicht. Wie ihr seht, hängt das Vieh jetzt so halb im Boden und wie gesagt, manchmal hängt es tatsächlich unterm Boden. Ihr könnt es nicht angreifen und es sticht euch durch den Boden hindurch in die Füße. Alles sehr unschön. Also das ist auch eine Stelle, wo die Wegfindung mit den Mobs nicht so hinhaut, wie es eigentlich sein soll. So, da unten haben wir noch so ein Vieh. Oder mehrere. Hier müsst ihr wirklich höllisch aufpassen. Man könnte jetzt ja meinen, das ist jetzt ja gar nicht so hoch, ich springe am Rand runter. Tut es nicht. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund funktioniert das nicht. Das heißt, ihr springt runter, obwohl es wirklich nur 5 Meter sind, sterbt ihr. Das Spiel denkt einfach, ja, das ist nicht der offizielle Weg, da sollt ihr nicht lang gehen, bumm, tot. Also ihr müsst tatsächlich hier über die Rampe, die ihr jetzt rechts im Bild seht, in den Sumpf gehen. Wenn ihr irgendwo anders runterspringt, ist das quasi Dead Zone und ihr seid tot. Also da haben sie tatsächlich so ein bisschen Cheatschutz eingebaut. Ja, von daher nicht hier am Rand runterspringen. Ich habe es tatsächlich in meinen X-Runs probiert, um hier ein bisschen abzukürzen. Das funktioniert nicht, leider. Von daher muss man hier halt auch diese Kack-Mobs machen. Also da jetzt runterspringen mit einem Jump-Attack bietet sich an, aber es funktioniert halt nicht. Das finde ich halt alles ein bisschen sehr komisch. Von daher einfach hier, ja, das meinte ich, es haut einfach durch den Boden und ich kann es nicht angreifen, halt ziemlich unfair. Hier haben wir gleich zwei von den Mopeds. Na gut, aber das hat mich jetzt nicht sonderlich getroffen, das ist schon mal gut. Und dann kann man die einfach fix wegschnetzeln. Wie gesagt, bis auf den Feuerangriff, der ein bisschen Schaden macht, ist es natürlich nicht weiter schlimm. Wenn ihr das Schild oben habt, dann absorbiert ihr irgendwie 3/4 vom Schaden. Könntet ihr natürlich jetzt auch das Drachenwappenschild anziehen. Also hier jetzt bitte nicht runterspringen. Selbst das könnt ihr euch schon umbringen. Deswegen gucke ich jetzt gerade, wo denn die Rampe ist, weil die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Hier? Ne, da stand ich gerade schon, ne? Ne, hier nicht runterspringen. Ah, da vorne, wo die Fackel ist. Genau, die leuchtet euch mal wieder den Weg und dann könnt ihr hier runter. Und da sterbt ihr nämlich nicht. So, die einfachste Regel ist, wenn ihr hier runterkommt, ist das Bonfire rechts von der Rampe. So, wir schnappen uns aber hier nochmal den Gegenstand. Ja, warum ich jetzt vergiftet bin? Das ist der Sumpf. Der ist einfach vergiftet und allein durch das Durchlaufen vom Gift werdet ihr Durchlaufen vom Gift. Durch das Durchlaufen hier durch die Flüssigkeit, durch das Wasser, durch den Sumpf, stackt der Debuff hoch und ihr seid irgendwann vergiftet. Das heißt, das könnt ihr fast nicht umgehen. Außer ihr rennt halt durch, wobei ihr halt durch die Kacke hier verlangsamt werdet. Ah, hier ist übrigens das Bonfire, was ich sagte, ne? Rechts einfach davon. Ziemlich kurz. Heilen wir mich mal. Weil ich euch noch was anderes zeigen will. Hier gibt es nämlich noch ein, wie damals im, in den Untiefen, ein Phantom, was euch in... Ich hasse diese Fliegen, ey. Echt. Die sind echt das Letzte. Gibt es ein Phantom, wie damals in den Untiefen Ritter Kirk, gibt es hier ein Phantom Mildred, was euch dann einfach invasiert. Eine Invasion startet. Ja. Nö, ihr wisst, was ich sagen will, was einfach kommt, wenn ihr hier in menschlicher Form seid. Ja. Und in euer Spiel eindringt, die ihr dann einfach mal fix wegschnetzeln könnt, weil es nicht sonderlich spektakulär ist, dafür müsst ihr einfach mal hier hinlaufen. Da, genau. Finstergeist, wilde Mildred.
Oh Mann, der Name auf Deutsch klingt immer so richtig scheiße. Und dann lauft am besten zurück Richtung Bonfire. Weil hier ist halt kein Sumpf, wo ihr weiter vergiftet werdet und bla bla bla, ne? Resten könnt ihr natürlich nicht, wenn hier eine Invasion gerade am Start ist. Um den Debuff zu resetten, geht das halt leider nicht. So, jetzt machen wir fix hier das Phantom kaputt. Tja, und wie ihr seht, ne? Einfach eine Angriffskette, einmal Stamina durchgebrezelt und dann ist Mildred Geschichte. Kann auch nix, die gute Mildred. So, hier noch looten. Und ab zum Bonfire den Gift-Debuff resetten. Und ja, im nächsten Video machen wir uns dann tatsächlich auf Richtung Quelaag, den nächsten Boss. Und ich sage bis dahin, wir bereiten uns drauf vor.